Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast, der großen Oktoberfest Edition. 181, 20.09., 21.09., wenn ihr das hört. Diesmal hört ihr es bestimmt auch wieder früh morgens und nicht wie am Wochenende ein paar Stunden später, weil irgendwas mit unserem Hoster nicht so ganz funktioniert hat. Aber Pip, um dich direkt auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen, sag mir, wie viele Tage hat der September? 31, oder? 30. 30, achso, schön. Ich hab keine. Ja, und? Weißt du, was das für uns bedeutet? Dass wir schrumpfen werden. 8 Folgen in diesem Monat. Keine 9. Ja, ich versuche das zu verarbeiten. Ist das der Weg in die Herbstdepression bei dir? Ich hoffe nicht. Du kannst immer was tun. Also, ich bin ja sehr viel unterwegs, entweder geschäftlich oder aus Urlaubsgründen gerade und. Du kannst ja mal irgendwas tun, damit er steigt. Was hältst du denn davon? Ich habe mir gedacht, es sind nur 10 Tage. Nicht vielleicht jetzt es sind nur 10 Tage, du kannst gar nichts mehr tun. Oh, 2, 3 gute Doppelgänger-Clips auf den 3 Plattformen, Insta, TikTok und YouTube. Meinst du, das schaffen wir? Wie geht's mit deiner Start-Olympiade eigentlich? Konntest du das durchbringen oder ist 3 Meter Line-Koks nicht durchgegangen bei ProSieben? Kommt nicht? Okay, schade. Das wäre die Lösung gewesen. Nein, das wäre auch nicht zu kurzfristig. Ich habe mir gedacht, wir werden ab jetzt, rufen wir aus, schickt uns Timestamps für witzige Anekdoten aus dem Podcast. Und wenn wir die nutzen als TikTok oder YouTube Short und sie funktionieren, dann laden wir die Person zum Essen ein. Findest du das einen guten Deal? Finde ich irgendwie besser als Kohle ausrufen, oder? Wenn ich nicht mitkommen muss, gern. Ja, du kommst auch mit. Wir machen es in Hamburg oder in Berlin und gehen dann entweder mit einer ganzen Truppe oder einzeln essen. Und nee, lieber, pass auf, du suchst irgendeinen Gem in einem alten Podcast, irgendwas, was wir gesagt haben, eine Zahl oder so. Wer das rausfindet, der kriegt Geld. Und dafür müssen dann aber alle nochmal die alten Podcasts nachhören. Aber das ist alles nicht nachhaltig. Wenn man alte Folgen hört, also falls ihr die jetzt nochmal hört, hört die bitte nicht morgen, sondern erst übermorgen, weil dann geht's wieder in die Downloadzahlen rein. Oder in einem anderen Player wäre vielleicht auch gut. Aber ja, ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich am Ende des Monats. Wenn man jetzt die Zahlen so hochkommt, wird es ein bisschen weniger als im Vormonat. Aber du kannst das, du hast ja die letzten Monate sehr viel PowerPoint-Yoga gesehen. Du wirst das irgendwie farblich auch deuten können, dass wir dann das ist. Wir können quartalsweise berichten einfach. Wir haben jetzt ja 2 Jahre durch, mehr als 2 Jahre, können wir anfangen, quartalsweise zu berichten. Und im schlimmsten Fall akkumulieren wir, dass wir sozusagen nicht mehr monatliche Downloads, sondern einfach gesamte Downloads aufeinander stacken. Das wäre auch ganz gut. Du machst einfach mehrere Graphs und dann schreibst du hier, das sind 3 Graphen, in denen ich dir zeige, dass wir wachsen, obwohl wir nicht wachsen. Ja. Oder ich überlege noch, was können wir dann machen? Aber ist auch alles kurzfristig. Wenn wir wieder in so eine Abhängigkeit kommen, wo wir jeden Monat dem hinterherlaufen müssen, auch dafür. Wir brauchen schon, wenn dann, wirklich langfristige Aktionen. Ja, Empfehlung unter Freunden hilft wahrscheinlich am meisten. Aber wir haben ja eben Quartalszahlen gesagt. Ich habe das Gefühl, bei YouTube läuft es nicht mehr so gut. Du hast meinen Post ja wahrscheinlich gesehen. Und zwar auf YouTube, auf der Startseite, kommt jetzt ein Video, also schon das ganze Wochenende, von irgendeiner dubiosen App, mit der ein Mädchen, ich glaube, 45 Millionen gewonnen hat und das Geld ausbezahlt bekommen hat, im Look, oder man sieht sogar die Brand von Welt. Und für mich ist das fast eine Casino-Werbung. Ich habe gedacht, bei YouTube sieht man nur irgendwie mittlerweile schöne Werbung, die man sonst im Fernsehen sieht. Was ist denn da los? Oder wird jetzt auf einmal, also es wurde ja gesagt, man muss jetzt 20% effizienter werden. Muss man jetzt auch einfach irgendwie 20% mehr Werbung zeigen, die man früher nicht gezeigt hat? Das kann gut sein. Ich versuche gerade, mir fällt ein, es gab neulich mal eine Nachricht, dass Google seine, so ich glaube, Gambling oder Online-Gaming-Policies so ein bisschen gelockt oder Pharmacy oder irgendwas, was so shady ist, haben sie kürzlich... Irgendwas haben sie mal gelockert tatsächlich, wo sie früher stärker drauf geschaut haben. Also normal ist so Gaming, Pillen, Poker, Porn und sowas alles ja ausgeschlossen. Aber irgendwo haben sie so ein bisschen die Zügel schon locker gemacht. Aber ja, klar, wenn die Werbeumsätze schlechter werden, dann vielleicht schaut man nicht so genau hin. Aber du hast es ja gut dokumentiert. Mal sehen, wie lange das jetzt noch. Aber ich dachte, Streaming ist YouTube. Vor allem auf der Startseite. YouTube und Streaming und so geht doch eh nur um Gaming und Gambling, oder nicht?
Oder wo man verdient die Streaming? Also, dass ich, wenn ich ein Interview von dir sehe, irgendwie in der Midroll irgendwas Dubioses sehe, das ist mir schon bekannt. Das mag irgendwie an deinen Geschichten oder an meinem Verhalten liegen. Aber irgendwie knallhart auf der Startseite, wenn man die App aufmacht, finde ich schon krass und ist ja auch nicht wirklich on brand. Also, du siehst da und vor allem heutzutage nicht mehr. Ich habe noch einen Strategietipp für Casual Online Gamer, also Leute, die kostenlos so Handyspiele spielen. Und zwar vorher immer auf eine Webseite gehen, die hohe Warenkörbe hat oder eine gute Conversion, hohen Customer Lifetime Value und kurze Ad-Spots. Also wenn du zum Beispiel in deinen Accor Hotel Account geht vorher, dann kriegst du in dem Online-Spiel, um das goldene Schwert zu bekommen später, nämlich nur einen 10-Sekunden-Spot statt einen 30-Sekunden-Gaming-Spot, wo du sagen nach 30 Sekunden das erste Mal X drücken darfst und dann musst du noch 3 Sekunden warten, dann kommst du in den Game Store und dann darfst du zurück ins Spiel. Deswegen sich erst die Retargeting-Cookies von netten Seiten, Six zum Beispiel hat auch 15-Sekunden-Spots, abholen, dann kriegst du nämlich die ersten Spots erstmal schön kurz und musst nicht diese 30-Sekunden-Spots durchleben. Geil, das ist ein richtig guter Spartipp. Apropos Spartipp, du bist ja auch beim Duschen am Sparen. Sparst du auch, wenn du im Urlaub bist? In dem Hotel, wo ich gerade bin, es sind hier 25 Grad drin. Also hier wird auf jeden Fall noch nicht viel gespart. Ja, und Google spart weiterhin. Die scheinen jetzt auch Research und Development ein bisschen zu reduzieren. Was ist denn da los? Da gab es News, dass die von ihrem Projekt Area 120, das ist ihr interner Inkubator, würde man wahrscheinlich sagen, 6 oder 7 von 12 Projekten eingestampft haben, wenn ich mich richtig erinnere. Auch da wird der Gürtel enger geschnallt, logischerweise. Ich finde es schon krass, dass dann selbst Google, du würdest ja erwarten, also Google hat ja ein relativ solides Geschäftsmodell, dass man da eventuell auch mal so eine Krise vielleicht sogar nutzt, um Firmen zu akquirieren. Ich glaube, das wird auch passieren, das sehen wir bestimmt noch mehr und mehr, dass sie ihr Cash nutzen, um Firmen zu kaufen. Aber jetzt innovative Projekte einzustellen, ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Andererseits würde ich dir den meisten CEOs schon empfehlen, so eine Krise auch zu nutzen, um selbst wenn du gar keine Kostenprobleme hast, ist es, glaube ich, die beste Rechtfertigung, die es gibt, um dich mal sagen der 10% Mitarbeiter, von denen du nicht 100% überzeugt bist, zu entledigen, glaube ich. Also diese Krise als, ich will nicht sagen Ausrede, als Anlass zu nehmen, sondern die soziale Akzeptanz oder gesellschaftliche Akzeptanz für solche Schritte ist gerade relativ groß, weil man es von überall hört. Und ich denke, auch Firmen, die jetzt vielleicht sogar schon Cashflow-positiv sind oder gar nicht so viel Druck haben, das trotzdem zu nutzen, um das Fett, was man beim Wachstum angesetzt hat, auch so ein bisschen zu reduzieren, ist, glaube ich, gar nicht blöd. Das Ding ist, dass bei Google war es ja immer die vollkommen umgekehrte Strategie. Die haben sich ja mit Absicht fast Fett angefressen, nur damit das Fett nicht woanders zum Muskel wird, also dass Entwickler nicht woanders innovative Lösungen bauen. Da schien man ja in den meisten Projekten eher overstaffed bisher. Deswegen finde ich schon verwunderlich, dass Facebook sparen muss zum Beispiel, vollkommen klar, weil da geht ja wirklich massiv der Cashflow flöten. Die müssen sparen. Bei Google war ich ein bisschen überrascht, wie ernst sie das da nehmen. Ja, und in deutschen Corporates hätte man jetzt wahrscheinlich das ein oder andere Projekt versucht zu verkaufen, das scheinen sie ja nicht zu machen. Also die internen Mitarbeiter sollen sich einfach auf andere Jobs bewerben und bleiben on board. Ist ja jetzt gar nicht mal so ein krasser Schritt. Ja, würde ich auch sagen. Mit das Witzigste, was mir diese Woche passiert ist, schon fast traurig. Wir haben ja öfters über Klarna-Schulden gesprochen. Ich habe jetzt gemerkt, dass ich Amazon-Schulden habe. Ist dir was Ähnliches passiert oder wusstest du sofort, was los ist, als ich getwittert habe, dass die Landesbank Berlin wohl mich in einen Vertrag gestoßen hat, von dem ich gar nicht so genau wusste, was ich da unterzeichnet habe? Mir ist es tatsächlich auch passiert. Also so wie du es beschrieben hast, also du hast gesagt, du hast gelernt, du hast Amazon-Schulden, da war ich mir relativ sicher, dass das Phänomen ist, dass du die Amazon-Karte hast, die früher von der Landesbank Baden-Württemberg jetzt Landesbank Berlin rausgegeben wird. Was da passiert ist, dass mein Eindruck ist auch, dass ich dem nie aktiv zugestimmt habe. Aber ich habe mich mal irgendwann gewundert, warum mein Limit so früh schon ausgereizt ist. Weil ich weiß, dass irgendwie einen mittleren vierstelligen Betrag oder sowas hat man da, glaube ich, mehr oder weniger voreingestellt. Oder ich weiß nicht, woher die es nehmen. Dann habe ich mich gewundert, dass ich das nicht mehr zur Verfügung habe. Dann habe ich gemerkt, dass sie im letzten Monat gar nicht das ganze Geld eingezogen haben, was sie ausgegeben haben. Sondern die haben sozusagen mir freiwillig, also sie haben nur 50% meiner Ausgaben per Lastschrift eingezogen vom Konto und den Rest auf dem Konto gelassen, obwohl ich nie um Ratenzahlung gebeten habe oder um irgendeinen Zahlungsmodus
anders als jeden Monat mein Geld sofort auszugleichen. Und was ich auch erlebt habe, ist, dass die manchmal sogar anrufen. Also da kam so eine sächsische Mitarbeiterin im Callcenter rief an, ich glaube aus Dresden tatsächlich auch, oder irgendeine sächsische Nummer, wenn ich mich recht erinnere, die dann gesagt hat, wollen Sie einen kostenlosen Kreditrahmen zu 0% Zinsen haben? Also Sie können einfach von Ihrer Amazon-Karte jetzt 2.000, 3.000 Euro, überweisen Sie es einfach, haben Sie für 0% Geld quasi von uns bekommen. Das scheint aber auch nicht dauern, also diese 0% scheinen dann, hat jemand auf Twitter auch geschrieben, dass es eher eine Promotion ist und irgendwann hast du dann fast so Dispo-Zinsen da drauf. Also die versuchen schon, dich so aktiv in ein Kreditverhältnis zu bewegen, würde ich vorsichtig formulieren. Ja, unfassbar. Also ich fühle mich richtig abgezockt, richtig verarscht. Und zwar, ich habe am 13. Mai habe ich das abgeschlossen, wahrscheinlich gerade irgendwie parallel mit dir telefoniert oder einen Podcast aufgenommen und einfach so hier 25 Euro sparen, wenn du hier beim Checkout schnell Kreditkarte, bla bla bla. Und ein Kollege von mir oder Freund Marco hatte damals irgendwie auch erzählt, ja, man spart damit oder kann irgendwie Punkte sammeln und so weiter und es würde sich lohnen. Und das habe ich gemacht und ich habe nie außer die Karte irgendwas bekommen und habe es nie so wirklich realisiert. Und eigentlich alle Karten, die ich bis dato hatte, war immer so, entweder Vorkasse, also man schiebt da irgendwie Geld aus, hin und kann es dann Debitkarten oder genau, oder irgendwie nach einem Monat wird 100% einfach vom Konto wieder rausgezogen. So. Also du hast den Kredit für einen Monat und dann gibt's Ärger, wenn dein anderes Konto, mit dem das verkoppelt ist, nicht gedeckt ist. Und es kam, irgendwann habe ich mal versucht, mich online anzumelden, weil ich mir das angucken wollte, aber es hat nicht so ganz geklappt. Und jetzt habe ich herausgefunden, die haben mir damals im Mai eine 1-Cent Überweisung geschickt mit Zugangsdaten. Die habe ich aber nie geöffnet, nie gecheckt, so ist einfach an mir vorbeigegangen. Und natürlich habe ich mich nicht so viel damit auseinandergesetzt, weil ich einfach geglaubt habe, hier Landesbank Berlin sieht seriös aus, Amazon sieht seriös aus, die werden mich ja jetzt nicht verarschen, da kann ich gut Geld sparen. Und jetzt kam raus, ich habe da am Montag angerufen, weil ich jetzt einfach mal wissen wollte, was da los ist und weil ich irgendwie gemerkt habe, hey, ich habe irgendwie mehr auf Amazon gekauft, als sie von mir abgezogen haben in dem Monat. Das kann nicht so ganz stimmen. Ja, und dann haben sie gesagt, ja, sie schicken mir jetzt die Zugangsdaten mit der 1-Cent-Überweisung. Das war vor mehr als 24 Stunden. Ich habe leider noch nichts. Deswegen kann ich immer noch nicht sagen, um wie viel Geld es sich handelt. Ich glaube, ich habe so 400-500 Euro in den Sand gesetzt, weil die einfach nur 5% immer abgezogen haben. Also wenn ich für 100 Euro was gekauft habe, haben die mir im nächsten Monat, wollten sie einfach nur 5 Euro von mir und den Rest haben sie monatlich für 1,17% verzinst. Das Limit war irgendwie 3.500 Euro, das habe ich nie geschafft so. Belastet sind jetzt irgendwie 2.000 Euro und in der nächsten Folge kann ich euch wahrscheinlich sagen, wie viel Geld ich da in die Tonne geworfen habe. Parallel habe ich halt immer wieder Punkte und Ermäßigungen auf Amazon gesehen, aber so verarscht habe ich mich lange nicht mehr gefühlt. Ich bin gerade auch in den Bäcker, ich sehe gerade, bei mir ist es schon wieder eingestellt. Oder ist das? Also, falls das jemand vom Verbraucherschutz hört, gerne mal melden, ich finde das echt krass. Und die Kooperation scheint zu Ende zu gehen, habe ich gesehen. Also das, aber wahrscheinlich wird dann die nächste Bank es ähnlich machen. Vielleicht mal gucken, Gutsche. Ach nee, da haben sie es noch voll ausgeglichen. Ist auf jeden Fall deutlich einfacher zu aktivieren als zu deaktivieren, daran erinnere ich mich noch. Was für eine Abzocke. Ich habe dich ja noch nie so erregt. Immer wenn mir sowas passiert, denke ich, oh, guter Content für den Podcast. Wahnsinn. Na gut, aber so dumm muss man erstmal sein. Also ich bin drauf reingefallen. Ich hoffe, euch ist es nicht passiert und ihr passt besser auf. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Keine spezifischen Kauf- und Anlageempfehlungen. Keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung und auch keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Die Verantwortung für solche Trades liegt bei euch. Philipp und Philipp haften nicht für eure Verluste. Philipp und Philipp und Philipp können die Risikodisposition der HörerInnen nicht einschätzen. Ihr entscheidet selber, was ihr kauft und tragt dafür auch die Verantwortung. Alles könnt ihr auch nochmal unter doppelgänger.io/Disclaimer nachlesen. Ein bisschen Aktien schauen, scheint ja alles wieder irgendwie Richtung Süden zu gehen, aber die WIX-Aktie, die geht ab. Was ist denn da passiert?
Bei Wix hat ein aktivistischer Investor bekannt gegeben, dass sie einen 9% Anteil aufgebaut haben. Daraufhin ist die Aktie so 10-15% hochgegangen. Der Investor Starboard Value nennen die sich. Wix kostet nur noch, ich glaube, so 2-3 Milliarden Sekunde, muss ich tatsächlich schauen. Ja, also in der Zwischenzeit, für alle, die jetzt die ganze Zeit über den Namen gelacht haben, es ist ein Webseitenbaukasten, in dem man ganz schnell eine Webseite bauen kann. Ähnlich sowas wie Squarespace oder Jimdo oder. Es kostet noch 4 Milliarden, das ist ungefähr 3-mal der Umsatz. Und sie wachsen nicht mehr so schnell. Ne? Es ist auch im Sheet. Wachstum letztes Quartal war nur noch 9% gegenüber Vorjahr. Haben noch keinen operativen Gewinn, aber sie sind knapp Cashflow-positiv. Ich würde es inzwischen fast weniger mit Technologie, also eher mit Hosting vergleichen. Das Gute an dem Business ist, du hast sehr lange, relativ berechenbare Verträge. Also du kannst die Churn und den Customer Lifetime Value oder den Net Present Value der zukünftigen Zahlung der Hosting- und Website-Bilder-Kunden eigentlich relativ gut berechnen. Das macht die Kundenakquise sehr effizient, aber es gibt dem Modell auch relativ viel Sicherheit. Deswegen kann es sein, dass da jemand bei 3-mal Umsatz, das ist so auf dem Level, GoDaddy ist die größte Hosting-Company der Welt, die sind auch ziemlich genau bei 3-mal Umsatz interessanterweise, wachsen auch mit 9%. Von daher kann es sein, dass jemand glaubt, und die Hosting-Branche hat traditionell viel Private-Equity-Aktivität, wegen der guten Cashflows und der hohen Predictability. Von daher kann es sein, dass die darauf hoffen, also entweder werden die sagen, wir nehmen hier kräftig Kosten raus und drehen es ins Plus und versuchen irgendwie bei dem Nullwachstum zu bleiben und haben dann ein sehr berechenbares Modell. Oder sie hoffen vielleicht, dass das irgendwann als Add-on für irgendein noch größeres Hosting-Business interessant wird, das an der Börse ist. Das wäre so meine Erklärung. Auf jeden Fall fand die Börse es erstmal gut, dass da jemand reingeht. Die Firma war bisher, glaube ich, in der Hand der israelischen Gründer, wenn ich mich recht erinnere. Ja, aber die Börse mochte es. Davor haben sie auch stark verloren. Die waren mal bei 350, jetzt sind sie noch bei 85. Also sind gut runtergegangen in der Zwischenzeit. Und ich glaube, sowas werden wir halt ganz viel sehen jetzt in nächster Zeit. Also einerseits Übernahmen, Konsolidierung, die Großen kaufen, die Kleinen, die Billigen. Wer Cash hat, sollte das eigentlich nutzen, um jetzt bei den Kursen, also nicht Investoren, sondern Firmen, sollten ihr Cash jetzt eigentlich einsetzen, um bei günstigen Multiples Konkurrenten einzusammeln nochmal, wo das geht. Von daher ist es gar nicht so überraschend. Und dann hatten sich Nutzer noch gewünscht, dass wir uns DOCN ist nicht DocuSign, sondern DigitalOcean noch anschauen. Die haben schon vor etwas längerer Zeit reported. DigitalOcean ist so der Mini, nicht der Mini, also der Hoster für kleine SMBs, einzelne Entwickler, so eine Art AWS für Arme, könnte man sagen, oder für kleinere Firmen. Die also bieten viele der Module an, die man halt braucht, Datenbanken, Rechenzeit, Hosting in der Cloud. Also wenn man jetzt eine eigene App bauen will oder eine kleine Website oder irgendeine andere Applikation, dann wäre das so der Go-To-Ort für Entwickler. Da verlangsamt sich das Wachstum ein kleines bisschen von zuletzt 36% auf 29%, oder ist eigentlich schon relativ starke Verlangsamung, ist jetzt auch nicht überraschend, wenn man überlegt, dass einfach weniger Startups und Freelancer wahrscheinlich gerade stark investieren. Das Gute ist aber, dass ihre Rohmarge um fast 7 Punkte von 58,4 auf 64,7, also sind schon eher 6 Punkte, hochgegangen ist. Das ist natürlich gut. Die hatten traditionell eine relativ niedrige Rohmarge mit 58%, aber jetzt sind sie bei 64. Vor 2 Jahren waren sie nur bei 50. Also sind eigentlich von, sie behalten die Hälfte der Kundengelder zu, sie sind jetzt fast bei 2/3 Rohmarge. Das geht vollkommen in die richtige Richtung, deswegen wurde die Zahl noch ganz gut aufgenommen. Die Kosten wachsen noch etwas schneller als der Umsatz, aber ich glaube, die werden sie ein bisschen einbremsen auch. Also operatives Income und Net Income sind leicht negativ, -5% Marge ungefähr, aber der Cashflow ist schon erheblich positiv. Free Cashflow Marge um die 5%, Operating Cashflow sogar deutlich höher, weit über 30%. Von daher eigentlich ganz solide, ganz gute Zahlen, würde ich sagen. Man sieht, dass die Revenue Expansion kleiner wird. Also die war mal zu guten Zeiten 116, 117, jetzt noch 112%. Und sie weisen die Kunden nicht mehr aus, sondern nur noch Kunden über $50 pro Monat. Sie wollen so ein bisschen upmarket gehen, glaube ich. Also die kleinen Kunden zu akquirieren, war eine super Strategie, um günstig Kunden zu bekommen. Deswegen haben sie auch eine extrem gute Magic Number von über 1. Also sie brauchen weniger als 1 Jahr, um die Akquisekosten der Kunden zu amortisieren. Der
Average Revenue per User ist hochgegangen um 24% gegenüber dem Vorjahr. Das spricht auch dafür, dass die Kunden entweder wachsen oder sie größere Kunden akquirieren. Inzwischen sieht eigentlich solides Business, finde ich. Ist die Frage, ob irgendein kränkelnder Hosting von den anderen Cloud-Anbietern das irgendwann mal einsammelt zum Beispiel, sind bewertet. Sekunde, muss ich mal gucken. 4 Milliarden sind ungefähr so viel wert, ein bisschen weniger als zu IPO, den sie vor 1,5 Jahren gemacht haben. Das müsste so 9x Sales sein, oder? Sekunde. 8,99. Lag ich ein bisschen daneben. Genau, also finde ich wahrscheinlich auch fair. Die Frage ist ja, ob die Verlangsamung des Wachstums jetzt noch schneller voranschreitet. Aber solange sie es ausgleichen können, indem sie die Rohmarge steigern, ist das gar nicht so schlimm. Eigentlich. Sie machen jetzt nochmal einen weiteren Preisschritt, wollen die Preise im Schnitt um 11% steigern. Das wird man im Q3 eventuell sehen. Eventuell in weniger Kunden, eventuell auch in mehr Umsatz pro Kunde. Wird man zeigen, wie gut die Kundenbasis diese Preissteigerung annimmt. Ich glaube, man hat da nicht so viele Möglichkeiten, sich zu wehren, ehrlich gesagt. Das bleibt trotzdem eines der besten Einsteigerprodukte. Die Rule of 40 ist auch noch über 63, einem sehr guten Level. Ich habe jetzt hier das Adjusted EBITDA genommen. Wenn man ja Operating Cashflow nehme, wäre es ähnlich. Mit Free Cashflow wäre es immer noch deutlich über 40 oder um die 40. Von daher eigentlich alles gut bei DigitalOcean, würde ich sagen. Dann kleines Announcement. Wir machen wieder Twitch und zwar am Mittwoch, den 5. Oktober um 21 Uhr. Ah ja, wir dürfen auch den Gast schon lassen. Können wir schon? Zugesagt gerade. Dann erzähl mal, wer kommt denn dazu? Also wir müssen mal schauen, ob wir ein oder zwei Gäste nehmen, aber mindestens eine wird Judith Henke sein, von ist eine freie Redakteurin bei der Welt, die regelmäßig so ein bisschen Internet Scams oder dodgy Finfluencer und so weiter aufs Korn nimmt, das aber ganz gut macht. Und können wir mal schauen, wie so Recherchearbeit für sowas aussieht, was die vielleicht nächsten Modelle sind, die sie schon auf dem Kieker hat, wovor Nutzer und Nutzerinnen sich schützen sollten. Ja, cool. Und ich habe mir gedacht, wir haben ja in den ersten Folgen, die wir so gemacht haben, haben wir den Chat ja immer so ein bisschen angeschaut, aber nie so wirklich genutzt. Und ich finde, wir werden jetzt die erste halbe Stunde, wird just you and me und der Chat sein. Und dann lassen wir das ein bisschen laufen und gucken. Dann kommt Judith und danach vielleicht noch ein bisschen Chat. Ein bisschen mehr Community, ein bisschen mehr Twitch, wie Twitch auch wirklich genutzt wird. Und mal schauen, ob wir da einen witzigen Abend nehmen. Ich werde diesmal nicht so viel Wein trinken wie letztes Mal. Das ist auf jeden Fall klar. Genau, und wer das kann ich nicht versprechen, aber wer noch schlaue Fragen hat, kann die natürlich auch schon vorab schicken über die üblichen Quellen. Dann umso besser. Dann kann Judith auch eure Fragen beantworten. Genau, und 2 Tage später kann man uns dann live sehen in Berlin auf der Knowledge Conference von Project A. Und da habe ich mich reinquatschen lassen. Nein, natürlich will ich das auch. Aber ich werde neben unserem Live-Podcast so einen kleinen Talk machen. Und da fange ich jetzt an, so ein paar, also ich werde so einen kleinen Questionnaire davor machen, um natürlich nicht alles selbst machen zu müssen. Und deswegen habe ich jetzt für dich auch ein paar Fragen vorbereitet. Und zwar, der Talk wird heißen, Is Your Startup a Venture Case? Und dann habe ich dahinter geschrieben, mine isn't. Da bin ich mir noch nicht so 100% sicher, aber in die Richtung geht der Talk. Und da hätte ich jetzt 6 schnelle Fragen an Pip. Und zwar das erste, was qualifiziert ein Startup als Venture Case und was nicht? Also wann sollte ein VC investieren und wann besser nicht? Das ist die erste Frage. Du weißt, was die Frage gestofft ist für eine Stunde Monolog jetzt eigentlich. Das willst du ja nicht. Klar, aber deswegen schnelle Fragen. Du willst, dass ich dir deinen ganzen Vortrag schreibe. Nur Highlights. Also ganz kurze Fragen. Du hast versprochen, kurze Fragen zu stellen. Also kannst du das? Ich erwarte eine kurze Antwort. Was sind denn die anderen 5 Fragen? Also die Frage war, wann ist ein Venture Case und wann nicht? Was disqualifiziert und qualifiziert dich? Genau. Ich würde sagen, ein erforderliches Kriterium, zwingende Bedingung ist, dass das Modell skalierbar ist. Das heißt, dass es mit mehr Leuten und mehr Marketingausgaben deutlich schneller wachsen kann als ohne das Geld. Und dass sich dabei irgendwann mal ein Operating Leverage einstellt. Also dass man irgendwann mal 10-mal so viel Umsatz generieren kann, ohne im gleichen Maß die Kosten zu steigern. Das wäre die einfachste Erklärung, die ich gerade, ich überlege gerade, ob es andere Ausschlussgründe gibt. Achso, es muss, man muss sich eigentlich schon damit anfreuen, dass man es irgendwann dann mal große Teile davon verkaufen
kann. Also die Patagonia-Nummer kannst du mit dem Venture-Case halt nicht mehr machen, weil dir nicht mehr alles gehört und die Leute erwarten, ihr Geld irgendwann zurückzubekommen von irgendjemand anders, der es kauft. Das ist natürlich noch wichtig. Und was ist noch wichtig, damit es ein Venture-Case wird? Ja, ich glaube, es hilft, wenn es im weitesten Sinne irgendwie auf Technologie basiert. Aber das ist, eigentlich geht es ja nicht um Technologie, es geht ja um, wie du es machst, ist eigentlich egal, solange es schnell wegskalierbar ist und Skalenerträge oder operativen Hebel entwickelt, ist eigentlich auch egal. Und mal angenommen, du diskutierst mit jemand, der absolut gegen VC-Geld ist und das nicht so gut findet. Hättest du ein Lieblings-Startup oder jetzt großes Unternehmen, an dem du erklären würdest, warum VC so unglaublich gut war? Und also gibt es so deine Lieblingsgeschichte von, keine Ahnung, Google aus der Garage oder Amazon oder irgendwas anderes, was du täglich nutzt und du bist einfach happy, dass das durch VC so groß geworden ist? Also die man mehr oder weniger überreden musste, überhaupt VC zu nehmen und es dadurch dann sich deutlich besser entwickelt hat? Fällt mir auf Anhieb nichts ein. Oder eine Lieblings-Fail-Story außerhalb von WeWork? Ich kenne einige Stories, glaube ich, die so, wo man mit anderen VCs vielleicht besser gefahren wäre oder wo das Modell vielleicht auch, ja, das vielleicht schon eher, aber das würde ich jetzt gerade nicht erzählen wollen. Hast du ein gutes Beispiel dafür? Ja, das Highlight wird natürlich im Talk dann veröffentlicht. Und letzte Frage, würdest du, wenn du jetzt was gründen würdest, würdest du immer VC nehmen oder würdest du das nächste nach Doppelgänger auch Bootstrap machen? Das kommt darauf an, was ich gründen würde. Das ist eben die Frage. Aber ich finde prinzipiell Unabhängigkeit und Freiheit ist ja so etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Das heißt, ich würde das tendenziell, man möchte natürlich so wenig Rechenschaften wie möglich. Von daher, wenn es ohne VC geht, dann würde ich es auch bootstrappen oder aus eigenen Mitteln machen. Wenn es aber was ist, was ich glaube, was super wichtig ist, was auch sehr groß werden kann, dann ist auch total sinnvoll, VC zu nehmen natürlich. Anders geht es dann auch, glaube ich, nicht. Vielen herzlichen Dank. Ich werde dich als Danksage in der letzten Slide erwähnen und die nächsten Tage damit verbringen, eine nette Story zu machen und die dann zu präsentieren. Und danach kannst du mich in unserem Live-Podcast roasten, was ich alles vergessen habe und was für Fehler ich gemacht habe und wie himmelig ich auf der Bühne rumgetanzt bin. Und ich werde dann in der Zwischenzeit vielleicht überlegen, ob ich dir in die Nase beiße. Was ist mit dem Beyond CEO passiert? War er im Boxkampf mit Mike Tyson oder was ist passiert? Oder wollte er einmal wieder Fleisch essen? Ja, Das ist definitiv meine Lieblingsstory der Woche. Sekunde, ich muss nochmal aufrufen, damit ich das jetzt auch richtig vorlese. Aber ist ja schon dramatisch, wenn man jetzt die letzten Tage oder Wochen irgendwie zurückkommt. Es gab ja auch dieser tragische Fall von dem Bad and Beyond CFO oder sowas. Und jetzt das, drehen die alle ab, weil sie jetzt sehen, dass ihr Reichtum irgendwie flöten geht? Oder was ist da los? Boah, ich will jetzt nicht darüber mutmaßen, warum Leute aus dem Fenster springen oder so. Das ist vielleicht noch was anderes. Also Beyond Meat hat auf jeden Fall eine schwere Zeit. Ne? Der Kurs ist bei 17. Es müsste All-Time-Low sein. Die waren mal bei über 170, haben über 90% verloren, auch vollkommen zu Recht. Das Modell funktioniert ja überhaupt nicht. Wie auch immer, der CEO, Doug Ramsay, soll im Umfeld eines des Razorback-Stadions, war das richtig? Sekunde, welche Mannschaft war das? Ja. In Arkansas, während eines College-Football-Games, soll er auf dem Parkplatz mit jemandem einen Streit gehabt haben und ihm einfach mal die Nase abgebissen haben. Oder in die Nase gebissen, ist, glaube ich, die richtige Formulierung. Wie kommt man überhaupt zur Nase? Da sind doch noch Hände dazwischen. Ja, also wie kommst du so weit hin? Das frage ich mich auch. Vielleicht waren die hat er ihn geküsst und dann versehentlich? Vielleicht haben sie am Boden gerungen oder so und das war das Einzige, was er noch zusetzen konnte. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist, glaube ich, nicht das Verfahren, was einem CEO oder C-Level Executive einer Public Company so ans Herz zu legen ist. Ich wollte gerade sagen, spricht für die Qualität des Management dort, aber der war ja vorher bei Tyson Foods. Tyson Foods ist der größte, das sind die, was haben wir mal gesagt, 9 Millionen Hühnchen am Tag schlachten oder so. Weiß nicht, ist unappetitlich, müssen wir nicht drüber reden. Aber also der kommt schon aus der Branche irgendwie. Wenn man ihn anguckt, sieht er auch so ein bisschen, ich weiß nicht, kann man es Leuten ansehen, ich weiß nicht.
Ich finde ihn nicht sympathisch, wenn ich den, das kann ich ja sagen. Er sieht auf mich nicht sympathisch. Ist auch ein Typ, der mich hier aus dem Weg gehen würde, glaube ich, wenn der besoffen auf dem Footballparkplatz mir entgegenkommt. Nicht, dass ich hätte nicht Angst um meine Nase, an sowas würde ich nicht denken, aber sieht ein bisschen komisch aus auf jeden Fall. Naja, wir waren ja noch nie große Fans von Beyond Meat. Ich weiß nicht, ich bin gespannt, ob der seinen Job behalten wird nach der Aktion. Aber es sind natürlich großartige Witze, wenn jemand, der um weniger Fleisch zu produzieren, Fake Meat herstellt, dann ausgerechnet jemandem die Nase abbeißt. Naja. Ja, wobei da gar nicht so viel Fleisch dran ist. Also, aber weiß ja nicht, was für eine Nase es war. Gibt schon irgendwelche Videos? Also das hat da bestimmt irgendjemand aufgenommen. Ich hoffe nicht. Wahnsinn. Aber Wahnsinn. Und wird Shemath seinen Job behalten? Oder feuert er sich selbst? Ja, das ist ja das Schöne an so einen Phasen, dass so ein bisschen Läuterung auch eintritt. Und unter anderem musste Shemath jetzt bekannt geben, dass er die letzten zwei seiner Specs, IPOD und IPOF, glaube ich, waren die Kürzel, eingestellt hat, weil sie sich eingestehen, also sie geben den Investoren das Geld zurück, gestehen sich ein, dass sie keine Firma mehr finden werden, die sie an die Firma bringen wollen. Ich glaube, das wird den allermeisten anderen Specs auch so gehen. Also wenn er das nicht hinbekommt, so seine Specs sind zwar relativ schlecht gelaufen, aber trotzdem hat er komischerweise immer noch einen relativ guten Ruf genossen. Ich glaube, für andere wird es tendenziell noch schwerer. Vielleicht wird es 1-2% der verbleibenden Specs geben, die tatsächlich noch ein Target finden oder schon ewig an einem arbeiten. Aber es ist so schwer, also jetzt eine Bewertung zu finden. Natürlich möchten gute Unternehmen überhaupt nicht mit dem Spec mergen zu der Zeit. Oder es würde mich überraschen. Ich weiß, dass es ein paar gibt, auch in Deutschland, die immer noch mit Specs reden. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall, also einfach relativ gesehen, schwerer geworden, da einen Deal zu finden und eine Bewertung zu finden, auf die sich alle einigen kann. Dann ist es fast unmenschlich schwer geworden, das Okay von den Investoren zu bekommen. Also dass die kriegen dann ja immer am Ende nochmal die Wahl, wollt ihr euer Geld zurück oder wollt ihr an diesem Merger teilnehmen? Ich glaube, da hast du jetzt Redemption Rates von über 90% in den USA, so ist es schon lange. Also ob die dann nachher Ja sagen oder lieber sagen, hey, gib mir noch meine $10 zurück, ich kann jetzt auch super geile Tech-Werte auf günstigen Kursen kaufen mit den $10, da muss ich nicht irgendeine Quatsch-Company in einem Spec jetzt nehmen, sondern ich krieg eigentlich mein Geld zu 100% oder sogar verzins zurück. Von daher glaube ich, dass wir jetzt keine spannenden Specs mehr erleben werden in nächster Zeit. 1-2 vielleicht, also ich will es nicht so absolut sagen, es gab ja auch gute Specs, aber es war schon eher die Ausnahme. Die Klasse an sich insgesamt im Schnitt hat natürlich deutlich underperformed den Markt. Also IPOs haben den Markt underperformed und Specs nochmal IPOs, wenn man es ganz genau nimmt. Und jetzt scheint das IPO-Fenster mit Porsche wieder aufzugehen, oder? Kommt jetzt der schöne Sommer? Ich wollte gerade sagen, das Gute ist natürlich, dass Shemath dadurch sehr leise geworden ist und man ihn nicht mehr jeden Tag auf CNBC sehen muss. Genau, aber was die Wirtschaftsnachrichten bewegt, ist das Porsche IPO. Das ist spannend. Ich glaube, 70 Milliarden oder so könnte das wert sein. Ich glaube, das wird ein paar Leute geben, die können sich keinen Porsche leisten, aber wollen mal eine Aktie haben. Ich glaube, das könnte gut klappen. Ist eine gute Marke mit guten Margen. Die gute Autos bauen wahrscheinlich. Und dieses Konglomerat oder diese riesen VW-Holding so mal wieder auseinanderzunehmen und werthaltige Teile da auch rauszuschneiden, ist, glaube ich, sinnvoll. Also ein Automobilkonzern, in dem du irgendwie Bugatti und Lamborghini drin hast und aber auch ein Seat und Skoda, so richtig viel Sinn hat, das ist nie gemacht, glaube ich. Es war einfach nur Größenwahn. Von daher, warum nicht eine Edelmarke wie Porsche? Die deutlich besser funktioniert, rausnehmen. Eigentlich muss doch jetzt mal langsam ein CEO verkündet werden für entweder Porsche oder Volkswagen. Oder geht das in der Doppelrolle? Das ist ja dein Metier. Das musst du, ich habe gerade eine Headhunter-Anfrage von einem Auto, anderen Autokonzern. Ich muss mal sagen, muss mal gucken, für was sie mich haben wollen. Ach nee, ist nur die Consulting-Tochter. Da darf ich Google Ads buchen. Nee, vielleicht nicht. Also wenn die alles so gut machen wie Recruiting, deutsche Autoindustrie, dann sehe ich da auch schwarz. Und sonst, letzte News hier auf unserem Board. Spotify bringt Audiobooks nach Amerika. Über 300.000 Titel starten. Haben wir das nicht schon längst in Europa? Hörst du Audiobooks auf Spotify? Es gibt, glaube ich, ein paar, aber sie haben jetzt für US-Users das erste Mal so einen Katalog von 300.000 Titeln akquiriert, sodass das ihre Säule, war das Säule C? Ja, ne? D fehlt noch. Nee, was war D? D wusstest du schon. Was war D? Gaming? Nee. Ja, das müssen wir nochmal nachhören, vergessen. Aber es war auf jeden Fall eine witzige Slide.
Ja, genau. Also auf jeden Fall macht man jetzt Double Down on Audiobooks. Könnte so ein bisschen gefährlich sein für die wenigen Nutzer, die das Amazon-Abo wegen Audible haben. Also so könnte ich das alles nur in Spotify hören. Bräuchte ich Audible nicht mehr als Audiobook-App. Oder sie haben sich die Strategie von Klick angeschaut und wollen Best auf alles machen. Moment, wo funktioniert die App? Ich glaube, ich habe die App gelöscht. Ah nee, Moment, ich habe sie immer noch. Nee, funktioniert immer noch nicht. Kann ich dann in Zukunft auch irgendwie mein Lieblingsbuch auf Spotify hören? Wird das sein? Wahrscheinlich werden sie das doch auch bald dann anbieten, oder? Dass ich jetzt das neue Businessbuch, was ich gerne mir kaufen würde und auch anhören würde, dass ich das dann für 99 oder so In-App-Purchase irgendwie kaufen kann. Was dachtest du denn, was Audiobooks sonst sind, wenn ich das? Ja, kostenlos Audiobooks. Ach so. Ich hätte es tatsächlich so verstanden, dass sie es in den bestehenden Katalog aufnehmen. In-App-Purchase, da müssen sie es ja wieder mit. Ist die Frage, ob kriegst du da bessere Gross-Margins als mit der Musikindustrie hin? Ich vermute nicht, vor allen Dingen, weil du musst wieder Geld mit Apple teilen. In-App-Purchase wäre relativ doof. Dann müsstest du eher sagen, du machst nochmal so ein extra Abo-Book-Club oder so, dass du im Internet abschließt für einen Aufpreis und dafür kriegst du die besten Bücher inklusive. Das wäre wahrscheinlich vom Modell spannender als In-App-Purchases, würde ich denken. Aber also ich weiß ehrlich gesagt nicht die Marge. Ich hätte es jetzt eher so gelesen, dass sie einmal Geld ausgegeben haben, um diese 300.000 Titel sich zu sichern. Werden wir noch rausfinden. Hattest du schon Zeit, auf Netflix zu verbringen? Nee, leider überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Du? Hast du noch nicht die neue Doku über Wirecard gesehen? Leider nicht, deswegen habe ich das Thema auch verschoben. Aber wenn du sie gesehen hast, darfst du mir gern schon sagen, ob es wert ist, damit anzufangen. Also ich werde es nicht spoilern, aber ich war positiv überrascht. Okay. Also ich habe auch nochmal, wir haben das ja gut verfolgt. Der Podcast ist ja eigentlich durch Wirecard gestartet, da du mir in kurzen Nachrichten gesagt hast, dass ich da besser keine Aktien kaufen sollte. Ja, ich habe immer wieder noch was Neues gelernt und es ist echt bemerkenswert, die Geschichte. Ja, sehr schön als Doku verpackt, kann man sich angucken, wenn man das Gefühl hat, wir haben jetzt nur eine ganz kurze Mittwochsfolge abgeliefert. Das Lustige ist ja, ich bin gerade auf der Konferenz, die 2019, also vor 3 Jahren und ein Jahr bevor wir gestartet haben im Podcast, wo mir quasi bewusst geworden ist, dass irgendwas mit Wirecard nicht stimmen konnte, weil ich hier durch Hörensagen erfahren habe, unter anderem, wofür die Kreditkarten, die sie herausgeben, eingesetzt werden. Dann schon dachte, da kann was nicht stimmen, wenn das ihre echten Userzahlen und Issuance-Zahlen sind. Dann kann das nicht 100% seriös sein. Jetzt 3 Jahre her. Die Story wurde tatsächlich da noch nicht erzählt. Ja, weiß ich nicht, ob wir die. Aber ich hab's ja mal, ich hab's in der ersten, in der Folge, wo wir jetzt erstmal drüber geredet haben, haben wir, glaube ich, über einen der Use Cases, ich glaube, Tickets kaufen oder so war das, oder Sneaker-Drops oder so faken. Hat mir, glaube ich, schon mal erklärt. Kann man sich nochmal anhören. Wir sagen nicht, ja, in welcher Folge. Vielleicht müsst ihr dann nochmal durchhören und unseren September retten. Da haben wir schon unseren Cliffhanger. Also in einer Folge erklären wir, wie man ein Jahr vor der Financial Times hätte rausfinden können, dass Wirecard-Schrott ist. Genau. Und in der nächsten Folge erkläre ich dann, wie viel Amazon-Schulden ich habe. Falls ihr witzige Clips habt, die wir nutzen sollen in der Verbreitung von Bildmaterial, schreibt mir gerne. Schreibt uns eine E-Mail an podcast@doppelgänger.io, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen. Und sonst sehen wir uns auf Twitch in ein paar Tagen, also dauert noch ein bisschen, 5. Oktober. So, und im Podcast. Ich hätte jetzt noch eine Aufgabe für dich, Pip. Kannst du bitte bis nächste Folge uns herausfinden, an welche Bank man jetzt nutzt, um schnell an Kreditkarten zu kommen? Könnte ich versuchen raus. Frag mich mal rum. Das sind auf jeden Fall genug Verbrecher, die das wissen könnten. Mal schauen. Also, viel Spaß. Warte mal eine Sekunde, wann nehmen wir denn auf Freitag? Woche. Nicht am Freitag. Ja, müssen wir irgendwie, kriegen wir schon hin. Dann, vom Oktoberfest. Ich hoffe nicht. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.